Erst wenn ein Auto eine Ära geprägt hat, wenn ein Chef sich über die Jahre nach ganz oben gearbeitet hat und seinen Konzern nicht nur lenkt, sondern auch kauft. Erst wenn ein Auto nicht nur groß ist, sondern Größe hat, wenn ein Chef jedes noch so kleine Detail in seinem Unternehmen kennt und im regen Austausch mit allen Mitarbeitern steht, erst wenn ein Auto sich mit keinem Rekord zufrieden gibt, wenn ein Chef behauptet, dass er von Lustreisen, Korruption und Veruntreuung in Millionenhöhe nicht den blassesten Schimmer hatte und sein Personalvorstand rechtskräftig verurteilt wird, erst wenn dieser Chef dann immer noch versichert, von diesem Sumpf nicht das Geringste gewusst zu haben, dann ist er der Pirch.